Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ja, im heutigen Video soll es mal um das große Thema die Steuern gehen und die Abgabenlast. Warum ist das so wichtig? Nun, ich glaube, Benjamin Franklin war es, der gesagt hat, nichts auf dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und die Steuern. Und da ist ja irgendwo was dran. Das ist ja für viele Arbeitnehmer, aber auch für viele Unternehmer so die größte Verbindlichkeit, die man überhaupt haben kann. Zusammen halt mit den Sozialabgaben. Und deswegen ist es insbesondere wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und so grundlegende Wahrheiten versteht, weil man kann durchaus eine ganze Menge Steuern sparen, wenn man das Ganze nur richtig anstellt. Es wird jetzt hier aber nicht um irgendwelche konkreten Steuerspartipps gehen oder wie du das Finanzamt bescheißt, ganz und gar nicht. Und das ist auch keine Steuerberatung, was ich jetzt hier mache. Das Ganze ersetzt auf keinen Fall den Gang zum Steuerberater, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn es ein bisschen komplexer wird, geh immer zum Steuerberater. So, worum geht es? Nun, ich habe im letzten Video halt erzählt, dass es für mich das A und O ist, den Cashflow nach oben zu treiben, also die Einnahmen Monat für Monat gen Himmel wachsen zu lassen und die Ausgaben, die Verbindlichkeit immer und immer und immer weiter zu drücken. Das klingt jetzt erstmal wie so ein Widerspruch, weil mit den höheren Einnahmen, die du bekommst, mit dem höheren Cashflow, den du kriegst, sollte ja auch deine Abgabenlast steigen, sprich deine Steuern, aber auch die ganzen Sozialversicherungen, die wir zahlen dürfen. Dass das nicht immer der Fall ist, möchte ich dir heute zeigen. Und zwar so ein bisschen, ja, man könnte sagen, der Depp der Nation ist der Arbeitnehmer, weil bei dem ist es genauso. Machen wir das Ganze mal ganz konkret. Und zwar nehmen wir an, du verdienst etwas besser, du bist vielleicht in einem Konzern tätig oder bist schon ein paar Stufen auf der Karriereleiter nach oben gestiegen und du verdienst 60.000 Euro brutto. Wir machen das Ganze mal schön grafisch. Du bist bei 60.000 Euro brutto als Arbeitnehmer und du kriegst quasi diesen Batzen Geld hier. So, das sind 60.000 in Summe. Jetzt ist das Erste, was quasi abgeht, also du siehst die 60.000 ja gar nicht auf deinem Konto eingehen oder die 5.000 im Monat, die siehst du ja gar nicht auf deinem Konto eingehen, sondern du siehst ja nur deine Nettobeträge. Weil da geht erstmal ab die Sozialversicherungsbeiträge und deine Steuern. Wie viel sind Steuern? Ich glaube so 13.000 Euro, was du an Steuern zahlst circa und rund 12.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Ich gehe jetzt davon aus, dass du nicht verheiratet bist und keine Kinder hast. Das heißt, in Summe gehen erstmal Sozialversicherungsbeiträge ab und dann gehen noch Steuern ab. Das sind in Summe circa 25.000 Euro. Das sind in Summe 25, das beides hier. Das heißt, es bleiben von deinen ursprünglich 60.000, bleiben noch 35.000 Euro über. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil in Wirklichkeit hast du mehr als 60.000 brutto, weil die Sozialversicherungsbeiträge, die du zahlst, das sind nur 50%. Dein Arbeitgeber zahlt zumindest bei Rentenversicherung, aber auch zum Beispiel bei der Krankenversicherung die Hälfte auch nochmal dazu. Grob gesagt, also rund 20% kannst du hiervon nochmal draufrechnen. Sag mal jetzt vereinfacht mal, das ist nur 70.000 wären, die dein Arbeitgeber zahlt. Das heißt, das hier oben drauf kommt in Wirklichkeit noch dazu. Das heißt alles, das sind eigentlich 70.000 hier. Das heißt, wenn du 35.000 raus hast, machen wir mal schön rot hier, ist eine ganz schlechte Farbe, sind das hier alles Abgaben, die du hast. Das heißt, du hast eine Besteuerung, eine Abgabenlast, woran du vermeintlich überhaupt nichts ändern kannst, von über 50% oder zumindest 50%, wenn du ein bisschen mehr verdienst. Das heißt, du hast zum Investieren und was du sonst für deine Ausgaben zur Verfügung hast, halt genau diese 35.000 Euro zur Verfügung hier. Diese 35.000 hast du real zur Verfügung. So, das ist die Situation, wenn du ein Arbeitnehmer bist. Wie sieht die Situation, das ist vereinfacht dargestellt, ohne Frage, gibt es natürlich viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Das ist jetzt wirklich nur exemplarisch halt, dass es logisch wird. Als Unternehmer sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und zwar, sag mal, okay, du bist jetzt Unternehmer und hast 70.000 Euro zur Verfügung, weil das ist ja in Wirklichkeit auch die Summe, die der Unternehmer dir hier auf dieser Seite zahlt. Wie sieht es denn jetzt aus? Nun, hier drüben war es so, du hast quasi das Arbeitgeberbrutto, davon geht ein bisschen was ab, dann siehst du dein Arbeitnehmerbrutto. Dann gehen deine ganzen Ausgaben ab, also deine Sozialversicherungsbeiträge und deine Steuern gehen ab und in Summe bleibt halt noch dein Netto über, was du dann halt zum Investieren hast. Auf der Unternehmerseite sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil da kommen erstmal alle Ausgaben, die in irgendeiner Art und Weise betriebsbedingt sind. Nehmen wir an, wenn das 70.000 sind, du hast erstmal 30.000 Euro Betriebsausgaben. Das heißt, hier gehen erstmal 30.000 Euro von ab. Das sind deine Betriebsausgaben. So,
Und jetzt, von der Summe, die hier noch über ist, von den 40.000, jetzt fängst du an, Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Aber du bist gesetzlich nur verpflichtet, in die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung einzuzahlen, also rund 15%. Das sind in dem Fall quasi 6.000 Euro, die du da zahlen musst. Das ist quasi Krankenversicherung plus Pflegeversicherung. Das heißt, du landest bei 34.000 Euro und dann musst du quasi auf deine 34.000 Euro noch Steuern zahlen. Und da gucken wir mal hier rein. Das ist jetzt von 2016, aber so viel wird sich da jetzt nicht geändert haben. Bei 34.000 Euro, ja, da musst du ca. 7.000 Euro Steuern zahlen. Es wäre jetzt ein bisschen weniger, die Steuerfreibeträge sind gestiegen, aber man muss ja auch noch Soli zahlen. Also sagen wir rund 7.000 Euro musst du auch noch an Steuern zahlen. 6.000 waren Krankenkasse und 7.000 musst du Steuern zahlen. Das heißt, du landest hier bei 27.000. Aber wie viel hattest du denn jetzt in Wirklichkeit zur Verfügung? Na, da erstmal deine ganzen Betriebsausgaben und das hier. So, das heißt, der Arbeitgeber bzw. der Unternehmer hat in Wirklichkeit zur Verfügung, ist jetzt nicht so, dass er 30.000 zur Verfügung hat, er muss ja wirklich das auch ausgeben, das ist nicht, dass er es zur freien Verfügung hat, aber er hat quasi die 27.000 plus die 30.000. Und der Arbeitnehmer hat 35.000 zur Verfügung. Das machen wir mal rot. Schwupp. Und das ist der simple Unterschied, den es einfach gibt. Und das ist auch genau das wieder, Cashflow-Quadrant. Die linke Seite ist quasi meistens Arbeitnehmer, die haben halt nur 35 zur Verfügung, quasi nur die Hälfte. Und der Unternehmer, alles was auf der rechten Seite ist, hat halt wieder deutlich mehr zur Verfügung. So, das ist wieder dieser große Unterschied, warum ich zum Beispiel sehr glücklich bin, dass ich kein Arbeitnehmer mehr bin. Und jetzt werden wir mal ganz konkret. Auf dem Kanal geht es jetzt viel um Aktien und um das T-Shirt-Business auch noch. Sehr konkret. Ich habe in den letzten Videos erzählt, wie viel ich so investiere und mache das ja auch relativ öffentlich, wie viel ich so investiere und da kriege ich in letzter Zeit Nachrichten, ja, wie viel Steuern ich schon hinterzogen habe und so weiter und so fort, weil man davon ausgeht, dass ich 3.000 oder 4.000 Euro im Monat investiere und dass ich das ja quasi aus dem Netto bezahlen würde. Und das ist halt dieser große, das große Missverständnis. Zum Beispiel diese ganzen Filipinos, die ich gerade beschäftige, das sind Freelancer, die arbeiten auf Rechnung. Das heißt, das sind für mich Betriebsausgaben. Die stehen im direkten Zusammenhang mit meinen Einnahmen, die ich aus dem T-Shirt-Business habe. Deswegen sind das hier oben Betriebsausgaben. Das zahle ich aus dem Brutto. Das zahle ich nicht aus dem Netto. Deswegen aber auch Aktien zahle ich aus dem Netto. Hier unten sind Aktien. Und das ist das, was verdammt teuer ist. Also die Investitionen, die ich in Aktien gerade tätige, die tun mir im Herzen weh und es ist schwer für mich, diese Summe überhaupt zu erreichen. Wohingegen hier oben, Filipinos, Doppel-P wird das, glaube ich, geschrieben. Keine Ahnung. Das zahle ich aus dem Brutto. Das ist ein himmelweiter Unterschied, weil das ja quasi hier, wenn du was aus dem Netto zahlst, ist es ja quasi nur die Hälfte, was du zur Verfügung hast. Und wenn ich sie oben aus dem Brutto zahle, ja, dann muss ich auch darauf keine Krankenversicherungsbeiträge zahlen und ich muss auch keine Steuern auf die Ausgaben zahlen. Das heißt, ein einfaches Beispiel, ich habe 10.000 Euro Gewinn, 10.000 Euro Umsatz mit dem T-Shirt-Business Umsatz und habe 10.000 Euro an Kosten, das heißt, ich zahle für das T-Shirt-Business 0 Euro, obwohl ich zu Vermögen gekommen bin innerhalb des Jahres, weil ich habe ja durchaus mir die Designs gekauft und das ist ja quasi durchaus, naja, um jetzt auf das Video von gestern anzuspielen, das sind quasi Assets, die ich gewonnen habe, weil das bringt mir langfristig immer mehr Geld in meine Tasche. Aber ich kann es absetzen, ich muss darauf keine Steuern zahlen und das ist genau diese Sache, was ich so genial an der ganzen Problematik finde, dass ich Vermögenswerte quasi aus dem Brutto bezahlen kann, könnte man sagen. Und das ist der Unterschied zu den Aktien, die muss ich aus dem Netto bezahlen. So, das ist auf jeden Fall so grob erklärt, was der große Vorteil ist, wenn du dich auf der rechten Seite des Quadranten befindest, weil du halt alle möglichen Dinge absetzen kannst. Und jetzt noch zwei, drei Worte allgemein zum Thema Steuern. Steuern sind ein sehr leidiges Thema, aber es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das sind natürlich hier nur absolute Grundlagen, die man so wissen sollte. Und gerade jetzt haben sich sicherlich viele Leute selbstständig gemacht, haben Gewerbe aufgemacht und so weiter und haben jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Angestellten, den ersten Filipino schon. Dann ist es wichtig, dass man sich hiermit auseinandersetzt. Und ich kann dir wirklich empfehlen, wenn es um Steuern geht
und es auch nur ansatzweise in irgendeiner Art und Weise etwas komplexer wird, dann geh zu einem Steuerberater. Und nicht zu einem Steuerberater, der 20 Euro die Stunde haben will, sondern geh zu einem richtigen Steuerberater. Das ist ein bisschen teurer, ja, aber es ist sinnvoll. Glaub mir, ich habe den Fehler zweimal gemacht. Das erste Mal habe ich mich gar nicht um Steuern gekümmert. Da kam das Finanzamt dann und das ist alles andere als schön, wenn du dich quasi nackig machen darfst vor dem Finanzamt. Aber ich habe den Fehler gemacht und ich musste dafür bezahlen. Das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Aber auch als ich mir das zweite Mal selbstständig gemacht habe, habe ich mir dann gedacht, okay, ich kann das selber machen, weil das ist jetzt nicht so komplex und so weiter. Das ging auch schief. Ja, es mag den einen oder anderen geben, der das vielleicht selber auf die Reihe kriegt. Ich habe für mich entschieden, ich konzentriere mich auf diese Dinge, die mir Geld bringen. Und die Steuern sind ein unfassbar leidiges Thema. Und ich bin sehr glücklich, dass ich einfach einen Steuerberater an der Hand habe, der das alles macht, der dafür sorgt, dass ich diese Filipinos aus dem Brutto bezahlen kann. Allein das ist so unfassbar viel Geld wert. Und ich kann dir wirklich immer nur empfehlen, wenn du irgendeine Frage hast, dann geh zum Steuerberater, alles, was dir im Internet irgendwo erklärt wird, das ist oft so Halbwahrheiten und du bist am Ende derjenige, der dafür gerade stehen muss. Und auch wenn es eines Tages mal schön kommen sollte, dass das Finanzamt auf die Idee kommt, eine Betriebsprüfung bei dir zu machen, dann wird 3 Jahre rückwirkend geguckt, was du so gemacht hast und selbst oder gerade dann wirst du sehr, sehr glücklich sein, wenn du jemanden an der Hand hast, der sagt, hier, ich habe Ahnung, was, ja, du wirst sehr glücklich sein, wenn du einen Steuerberater hast. So viel auf jeden Fall dazu. Ich finde, Steuern sind in einem gewissen Maße in Ordnung und man nutzt auch verschiedene Dinge des öffentlichen Lebens. Das ist okay, dass man eine gewisse Anzahl an Steuern zahlt, aber das, was hier gezahlt wird, ist meines Erachtens nach, geht auf keine Kuhhaut, das ist Wucher und deswegen ist es die erste Bürgerpflicht, quasi Steuern zu sparen. Ich halte mich da mal so ein bisschen an Friedrich Merz. Der Staat ist niemals der bessere Unternehmer. Der Unternehmer ist immer derjenige, der am besten und am verantwortungsvollsten mit seinem Geld umgeht. Und deswegen schön auf dieser Seite aufpassen, dass man nicht zu viele Steuern zahlt. So viel zu diesem Thema. Für mich gilt immer, Verbindlichkeiten senken. Und da zählen insbesondere Steuern und die Abgabenlast, was Sozialversicherungsbeiträge etc. angeht, immer senken. Und gleichzeitig alles an im Cashflow nach oben zu fahren, aber dann, warum nicht investieren? Und das ist jetzt nicht nur im T-Shirt-Business so, das ist in allen möglichen Bereichen so. Gerade im Internet ist es so, dass du dir sehr viele Vermögenswerte, digitale Vermögenswerte anschaffen kannst und die quasi aus deinem Brutto bezahlen kannst und das quasi nicht versteuern musst. Das ist ein riesengroßer Vorteil, den es heute im Internet gibt, weil gerade so die klassische Form, die Aktien werden halt aus dem Netto bezahlt, das heißt, die sind quasi doppelt so teuer, könnte man sagen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn es komplex wird, geh zum Steuerberater. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. So viel zu dem Thema. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.